Die Frage ist, wie viel ist eigentlich ein Haarschnitt wert? 11 Euro. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wieder mit mir, dem Marco. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon so sehr wie ich. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber manchmal ist man ja so im Lernstress und muss für Klausuren üben, Hausarbeiten schreiben. Wer kennt es nicht? Instagram und Snapchat sind voll mit Bildern von Mallorca, irgendwelchen essenscoolen Sachen, Leute fliegen nach Ägypten und in die USA und eigentlich überall hin und man selbst sitzt so zu Hause und denkst so, ja, viel Spaß, ich hole das dann nächsten Sommer nach, tschüss. Und nach einiger Zeit, wenn das so ist und ich dann irgendwann denke, okay, jetzt wird es auch mal Zeit, dass du auch irgendwie Urlaub machst, aber es geht nicht, weil ich ja lernen muss, dann denke ich mir so, Marco, du fährst jetzt raus in den Garten. Und damit meine ich den englischen Garten und alles, was drumherum liegt. Und deswegen dachte ich mir so, ich nehme mal meine Kamera mit und dann filme ich das ein bisschen. Und dann machen wir eine kleine coole Sightseeing-Tour durch München. Und wer München kennt, kann ja mal ein paar Ecken erraten. Vielleicht sieht er das eine oder andere, was er kennt, wieder. Aber ich bin mir sicher, dass ihr die meisten Sachen nicht wiedererkennen werdet, weil ich einfach so random Shit aufgenommen habe. So eine Parkbank oder hier ein Busch. Toll. Und außerdem habe ich ein neues T-Shirt. Hier, random Überleitung. Look at my new shirt. Looks so cool. Ich habe hier so eine Linie und noch eine Linie. Und dann so ein Sound-Ding. So. Also ich weiß nicht, wer es checkt, aber ich finde es cool. Ich habe das mit meinem neuen T-Shirt Malstiften gemacht. Very nice. Also falls ihr noch Lust habt, euch das Video anzugucken, dann viel Spaß bei der coolen Sightseeing-Tour.